Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Tutorial hier in Russian Fishing 4. Heute geht es wieder ums Grundangeln und wie wir das Grundangeln verbessern und verfeinern können. Also, weiter geht's jetzt hier mit dem Grundangeln und wir bauen jetzt quasi das Grundangeln weiter aus. Wir optimieren das Grundangeln. Ich bin mittlerweile über Level 12 hinaus. Hab bisher hauptsächlich hier am Windenbach geangelt. Zum einen hier vorne zwischen dem Schilf, da ist so ein kleiner Steg. Da dann am Abend und in der Nacht mit dem Regenwurm ganz viele Kaulbarsche rausgezogen, die auch sehr ergiebig sind. Zwischenzeitlich habe ich hier natürlich weiter geangelt. Im Stream hatte ich hier sogar einen dicken, fetten 6 Kilo Karpfen. Den habe ich lange gedrillt. Ja, wie im Tutorial schon gesagt, also von hier aus, hier rüber rausgeworfen und nach da hinten ist er dann geflüchtet. So konnte ich den ordentlich rausdrillen und müde drillen und dann auch fangen. Nachts hatte ich dann hier auch mal wieder jetzt probiert an der Kante. Das heißt, man steht hier den Tag über mit Brotteig und nachts dann hier rausgeworfen mit Regenwurm. Ja, und natürlich auch zwischendurch noch bis Level 12 hier hart gestippt. Denn das Stippen ist einfach für den Anfang übelst ergiebig, gerade die Haseln und die Lauben. Und da muss man natürlich auch immer sagen, immer noch am Anfang die Kaffeeaufträge im Blick behalten. Das heißt auch für mich jedes Mal einloggen, was ist im Kaffee drinne, kurz checken, was könnte ich jetzt am schnellsten und am leichtesten fangen. Das wäre jetzt zum Beispiel fürs Grundangeln sowas wie die Karausche oder vielleicht sogar auch die Barsche, diese mit 50 Gramm auf Regenwurm, die sollten auch vielleicht noch mit reingehen. Schleie 800 Gramm könnte schon ein bisschen schwieriger werden. Nachts eine Schläfergrundel auf Regenwurm kann auch funktionieren. Ja, und dann sind wir hier aber auch schon beim Stippen mit der Laube natürlich wieder. Das ist dann halt alles wieder so ein bisschen auf Stippe konzentriert. Aber daher am Anfang eben auch beides ruhig kombinieren. Wenn man da nicht ganz so fies vor ist vorm Stippen, ruhig auch zwischendurch ein bisschen stippen. Und ansonsten, ja, geht es halt jetzt weiter mit dem Grundangeln. Wir hatten ja gesagt, im Grundangeln geht es schwerpunktsmäßig darum, dass man mit selbst hergestellten Ködern und Futtermischen hart in das Grundangeln reingeht, in das Fiedern reingeht. Und damit starten wir dann auch heute. Das heißt, ich habe bisher ein wenig hier schon die Köderbeschaffung quasi geskillt, alleine dadurch, dass ich Brotteig hergestellt habe. Der Brotteig mittlerweile, ja, na gut, schon hart um die Hälfte reduziert. Den Brotteig, den stellt man ja auch im Tutorial her. Das heißt, ganz am Anfang wird man ja aufgefordert, Brot zu zermanschen. Und da habe ich mir schon mal 50 Stück geholt. Ich hole mir jetzt vielleicht nochmal 20 eben. Und diese 20, wenn wir dann genau N drücken, Zubereitung Brotmasse. Oh, jetzt habe ich sogar 70 Stück. Dann haut man die hier durch. Schön Stück für Stück, einen nach dem anderen. Und ihr seht, man skillt dabei nebenbei. Und man bekommt, da oben haben wir es stehen, 30 Stück. Das heißt, es ist recht viel, was man auch an Ködern bekommt. Aber die braucht man auch. Giebel und Karauschen laufen am Moskitosee und am Windenbach hervorragend eben auch auf diesen einfachen Köder, auf diesen Brotteig. Deswegen hauen wir die jetzt mal eben durch. Und ich hau mal auch eben kurz die gesamte Masse durch. So, und dann kommen wir hier auch so langsam zu den letzten Broten sozusagen, die wir hier zu Ködern verarbeiten. Misslungen passiert natürlich auch immer mal wieder. Das war jetzt, glaube ich, das 5. oder 6. Mal bei der ganzen Masse. Aber wir sind jetzt hier auch schon bei 14,3% Köderbeschaffung. Da sind wir doch schon mal recht weit vorwärts gekommen. Und 14,5, perfekt. Keine Brote mehr da. So soll das doch sein. Jetzt gucken wir nochmal eben rein.
Köderbeschaffung 14,5%. Mit der Brotmasse jetzt nur geskillt. Kartoffelwürfel, würde ich sagen, machen wir auch noch. Wir müssen kommen erstmal bis zu den 20%, damit wir dann das nächste oder die nächste Stufe quasi hier erreichen. Und wenn man immer mit der nächst oder mit der höchstmöglichen Futtermische weiter skillt, hat man auch eben den höchsten Erfolg, die nächsten Skillpunkte in der Köderbeschaffung zu bekommen. Zusätzlich habt ihr natürlich die Möglichkeit, wenn ihr euch Premium gönnt, auch nochmal mehr Skillpunkte zu bekommen oder eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass das nach oben skillt. Das heißt, ausgerechnet oder gerade dann, wenn ihr euch frisch einloggt, ihr habt vielleicht, ihr aktiviert die Happy Hour und dann direkt skillen, das macht halt am meisten Sinn. Sofort in der ersten Stunde in der Happy Hour Futtermische skillen, Köderbeschaffung skillen, alles sowas, wo man eben Skillpunkte für braucht, das ist halt am effektivsten. Wenn ihr euch kein Premium gönnt, so wie ich jetzt hier, dauert es einfach ein bisschen länger. Aber wir haben ja auch keinen Stress. So, dann haben wir das Brot durch. Übrigens, Brot für die ganz sparsamen Füchse ist auch einer der günstigsten oder eins der günstigsten Lebensmittel, einfach so für zwischendurch mal zum Reinsnacken, falls man dann doch mal ein bisschen Energieverlust hat. Und wenn man dann doch nochmal einen Köder braucht oder sowas, dann kann man das natürlich auch schnell wieder verarbeiten. In Gänze waren das jetzt fast 2500 Stück Weißbrotköder. Das heißt, damit können wir jetzt erstmal im Idealfall, keine Ahnung, 2500 Giebel und Karauschen fangen. Das ist doch schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Selbst hergestellter Köder, über 2000 Stück, perfekt. Nächster Schritt, gucken wir mal direkt gegenüber hier. Da haben wir den Bauernhof mit Leckereien direkt vom Bauern, Alter. Und da gönnen wir uns auch nochmal ein paar Kartoffeln. Ich hole hier nochmal ein Päckchen. Ich hatte mir schon mal welche geholt. Ich meine, 90 Silber ist jetzt nicht ganz so viel. Mittlerweile hatte ich jetzt, ich habe angefangen jetzt gerade mit 450 Silber schon zusammengeangelt. Also nichts Unnötiges ausgegeben. Ich habe mir nur die Haken geholt. Ich habe mir mal dieses Köderpaket zweimal geholt. Und ansonsten habe ich zweimal am Tag, dreimal war ich, glaube ich, am Startsee, am ersten Gewässer und war dann hier am Waldsee und habe dann da mir nochmal das Posenersatzset geholt. Dafür bekommt man ja dann zusätzlich auch nochmal 30 Regenwürmer. Die habe ich dann natürlich auch mit verangelt. So, jetzt haben wir hier die Kartoffeln. Das ist dann der nächste Part. Köderbeschaffung Kartoffeln ist jetzt quasi das Höchste. Gerade hat schon nicht jede Brotherstellung den nächsten Skillpunkt gegeben. Das heißt, jetzt gehen wir hier rein in die Kartoffel auf N. Das ist auch schon frei. Wenn noch nicht ausgewählt ist, wählen wir das aus. Und auch die Kartoffel, ein Köder, den man ewig lange braucht. Mit Kartoffel kann man bis ins hohe Alter, zack, da haben wir den nächsten Skill. Bis ins hohe Level kann man mit Kartoffel angeln, gerade immer schön auf Karpfen, auf Amure, aber auch da ab und zu mal Giebel und Karauschen gehen da drauf. Also wirklich ein sehr schöner Universalköder, aber wie gesagt, gerne auch auf dicke, fette Karpfen, am Bärensee zum Beispiel. Wenn ich da überlege, meine Super Trophy schwarze Amur ging auf Kartoffel. Also produzieren ohne Ende, schön viel damit skillen. Auch da ziehe ich mal eben durch und dann gucken wir mal, wie weit wir damit gekommen sind. Oha, das war's auch schon. Keine Kartoffeln mehr. Das ging aber schnell. Gucken wir mal gerade ins Inventar. Das waren jetzt wie viele Kartoffeln? 600 Kartoffelwürfel. Aber wir sind gerade erstmal Köderbeschaffung bei 16, noch was Prozent. Da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, ich gönne mir hier nochmal... Ja, machen wir erstmal nochmal 50. Ich würde sagen, nee, wir machen 100. Sind zwar 180 Silber, tut weh am Anfang, muss ich ja gestehen. Aber das reicht noch nicht. Und wie gesagt, man kann nie genug Kartoffeln haben. Also von daher weiter durchziehen. Ich habe die Maus immer hier unten direkt platziert, da macht man einfach klick, klick. Liegt aber vielleicht auch an der Auflösung vom Monitor. Aber... Na, ich denke mal, wenn man
Premium hat, sollte man da wahrscheinlich mit jeder Anfertigung einen Skillpunkt kriegen. Hier sind doch ein paar, die aussetzen. Aber ich ziehe nochmal eben durch. Da kam doch gerade das Achievement. Ja, Wolski, da haben wir die 20%. Okay. Das war doch mal was. Da kam noch gerade das Achievement. Schauen wir gerade nochmal eben nach. 2400 Kartoffeln auch schon zusammengeschnibbelt. Gucken wir gerade nochmal rein. Köderbeschaffung. Und damit ist die Perlengraupe fertig. Und Haferbrei ist auch fertig. So, das ist doch mal was. Es gibt natürlich die Möglichkeit, beziehungsweise es gibt wahrscheinlich einige, die sagen, Alter, angel doch einfach auf Würmer und so weiter, kauf dir die Würmer und ab dafür. Aber ich stelle jetzt die verschiedensten Köder her, weil ich sie auch nutzen will. Das heißt, ich baue mir jetzt einfach eine große Anzahl verschiedener Köder auf, die ich dann im späteren Game auch noch nutzen kann. Das bedeutet natürlich, dass ich dann nicht irgendwie im Bereich von Level 30 mich dann 2-3 Stunden hinsetze und 20, 30, 40.000 Eierteig herstelle und dann mein Leben lang mit Eierteig angeln könnte, wo gar nicht so viel drauf beißt, sondern ich baue jetzt gerade hier für diesen Grundangler schon mal ein schönes, großes Portfolio an verschiedensten Ködern auf und damit können wir dann eben auch die nächsten oder verschiedenste Fische halt rausziehen. Man hat einfach mehr Möglichkeiten, an den Spots auf die verschiedensten Fische zu angeln. Wenn ich hier gleich noch sehe, Süßteig zum Beispiel, Weizenkörner, das sind alles so Sachen, Knoblauchteig, auch für Brassen immer wieder gut, Süßteig für Güster zum Beispiel, also Perlengraupe auch da für Brassen. Das sind immer wieder Köder, auf die man irgendwann auf einmal angewiesen ist. Und wenn man sie dann erst herstellt oder man ist vielleicht schon auf 100% und stellt sie dann erst her, naja, dann stellt man sie her ohne Effekt, ne? Und jetzt kann ich die ja schon mal verwenden, baue die mir schon mal zusammen und dann habe ich sie. Also, wir haben Level 20 erreicht, das ist gut. Das heißt, ich kaufe mir gleich noch hier Perlengraupe und den Haferbrei, beziehungsweise dafür müsste ich ja dann auf N erstmal schauen, was wir genau brauchen. Es sind nur die Perlengraupen und hier sind es Haferflocken und Milch. Das heißt, wir gehen hier wieder ins Lebensmittelgeschäft, holen uns Milch pasteurisiert. Gibt es noch eine andere Milch? Kondensmilch, aber die ist teurer. Aber die ist es auch nicht, ne? Wir nehmen einfach die pasteurisierte Milch. Genau. Also, Milch. Nehmen wir mal erstmal 10 Stück. Wir wollen es jetzt hier nicht übertreiben. Kostet ja auch alles Geld. 10 Milch. Und wo waren die Haferflocken? Buchweizen, Perlengraupen nehmen wir auch schon mit. Nehmen wir auch erstmal 10. Und Haferflocken. Auch 10. So. Und dann haben wir jetzt hier schon bald, guck mal da, ey, 4 neue Köder, mit denen wir angeln können. Und da wird das nächste Achievement schon frei. Zack, und es wird geskillt. Super Köder übrigens. Perlengraupenbrei immer wieder für ganz viele, selbst für kleine Lauben. Sieht man auch immer in den Rekorden. Und da natürlich auch für dich der Tipp, schau in die Rekorde, wo oder an welchem Gewässer wird mit welchen Ködern am meisten gefangen oder am besten gefangen und deswegen da immer immer einen Blick drauf halten und diese Köder natürlich mehr herstellen, ne? Haferbrei ist jetzt nicht ganz so häufig vertreten in den Rekorden, aber hier Perlengraupe geht immer ganz gut. So, das war's dann auch schon. Dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Haferbrei, die Milch legen wir auch noch mit dazu. So, dann sind wir da auch durch. Einmal 10 und 10. Schauen wir nochmal kurz ins Inventar. Da haben wir jetzt hier die ganzen Köder aufgelistet. Es sind 310 Haferbrei und 310 Perlengraupe. Das sollte für heute reichen. Und in Gänze haben wir jetzt hier Köderbeschaffung sogar auf 24%.
Auf 25% geht es das nächste. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Und so weiter. Weizenkörner übrigens, ne? Bekommt man dann hier. Habt ihr vielleicht schon gerade gesehen. Hier sind die Weizenkörner. Und Futtermische. Gärtnerei am Windenbach. Mischfutter. Das kann man auch irgendwann noch verwenden. Und zwar, wenn man im Grundangeln die Paternoster-Montage freigeschaltet hat. Bei der Paternoster-Montage ist es so, dass man hier zum Beispiel die Grundroute einfach umstellen kann, dann hier auf Paternoster. Und dann seht ihr, hier ist so ein kleiner Futterkorb dran. Und diese Futterkörbchen, die kaufen wir uns jetzt. Also, dann gehen wir mal hier zum Angelgeschäft. Und dann suchen wir uns hier unter den Rig-Komponenten die Futterkörbe raus. Und zwar die klassischen. Und normalerweise, also mit einem großen Account angle ich hauptsächlich tatsächlich mit diesen hier. Mit diesen getarnten Futterkörben, die so schlammähnlich sind und dort praktisch unsichtbar, bla bla bla. Gerade für die Winkelpicker habe ich auch die hier mit 20 Gramm. Immer daran denken, dass die Mische selbst auch noch was wiegt. Das heißt, hier die Grammzahl nicht zu hoch wählen. Ich wähle jetzt hier für den Anfang diese mal aus, also nicht die ganz günstigen. Ich habe ja schon ein bisschen was auf der Seite gelegt. Dann nehme ich mal die. Die haben auch den Vorteil bei stark fließenden Gewässern. Die haben halt hier diese Stollen am Blei. Die liegen dann halt flupp so im Grund und werden dann, ja, dann geht halt das Futter da schön raus. Genau, also davon hole ich jetzt mal 3 Stück. Und man sieht auch hier die Qualität dieses Gegenstands. Das ist jetzt nicht die schlechteste Qualität, so gerade so im Anfang mittlerer Bereich. Hier, die sind halt gerade mal, ne, die haben gerade mal einen Stern. Ich habe immer, also mit meinem Hauptaccount sehe ich halt zu, dass ich maximale Sterne irgendwie kriege. Ob das jetzt wirklich eine große Auswirkung hat. Es wären auch manchmal fantastische Fische auf schlechteste Qualität-Items gefangen. Es ist vielleicht einfach nur wieder so eine Glaubenssache. Also, jetzt haben wir erstmal hier 3 Futterkörbe. Dementsprechend gucken wir mal eben, dass wir hier unsere Grundrouten komplett umbauen. Das heißt, wir gehen auf die Paternoster-Montage. Alles andere bleibt ja so, wie es ist. Und wir ändern jetzt bloß das Blei gegen die Paternoster-Montage. Gegen das Körbchen tauschen wir. Und das ändern wir um. Und 4er Haken, Weißbrot, das lassen wir. Jetzt haben wir hier natürlich noch einen neuen Slot für die klassische Futtermische. Da kommen wir dann jetzt gleich zu. Vorfächer nutzen wir auch noch nicht. Wir haben jetzt hier gerade noch die normale Monoschnur. Mit einer Monoschnur kommen wir gerade noch zurecht. Und hier sehen wir schon, da vorne bommelt es. Wir haben da einmal das Körbchen und da dran hängt dann quasi der Köder. Und so soll das eben auch sein, dass man dann an dem Bereich, wo das auf dem Grund liegt, auch schön so eine Futterwolke hat. Mit einem Lockradius um diesen Bereich von 2,5 Meter. Das heißt, man hat einen Durchmesser. Wenn man jetzt hier mal die Mitte der Straße zum Beispiel nimmt, einen Durchmesser von 5 Metern, in diesem ganzen Bereich wirkt diese Mische. Das heißt, wenn man genau hier Mitte hinschmeißt, 2 Meter Radius einmal um die Futtermische herum, wirkt quasi die Mische. Das bedeutet gleichzeitig, dass man mit den anderen Routen natürlich auch genau dahin wirft. Und da wird es dann wichtig, dass wir dann gleich auch sowas verwenden wie den Schnurclip, dass wir genau an dieser Stelle wieder landen. Machen wir aber alles gleich. Jetzt rüste ich mal eben die Routen um und dann bauen wir uns Futtermische. So, jetzt haben wir alles erledigt. Dann gehen wir hier mal ans Eingemachte. Wir bauen uns Futtermische. Futtermische sehen wir, wenn wir N drücken. Hier unten ein bisschen runter scrollen, sehen wir verschiedene Möglichkeiten. Zerkleinerte Boilies und so, das brauchen wir anfangs noch nicht. Wir fangen einfach mit den Basics an und zwar mit diesen
Kugeln. Das heißt, wir formen uns aus verschiedenen Komponenten so eine schöne, saftige Kugel zum Anfüttern. Die können wir auch von Hand nehmen und einfach reinwerfen. Auch da der gleiche Effekt. Der Effekt ist bei allen Befütterungsmethoden gleich. Ob man eine Futterrakete nimmt, den Korb nimmt oder die Bällchen von Hand reinschmeißt. Es ist immer an dem Punkt, wo das Teil landet, Radius 2,50 Meter, also 5 Meter Durchmesser, ein Fleck, ein Bereich, an dem werden die Fische halt angelockt oder da wirkt die Mische. Und hierfür brauchen wir dann eben für die Futtermische verschiedene Basics und Komponenten. Und die bekommen wir im Angelgeschäft. Auch wenn da mal dran steht, irgendwie Maisbrei oder sowas alles und man denkt, jo, ja klar, da, ich habe ja gerade auch Haferflocken gekauft. Lebensmittelgeschäft, nope, Futtermische, Angelgeschäft. Also, gehen wir da mal eben kurz gucken. Hier haben wir die Futtermischen und da können wir aussuchen, was wir alles brauchen. Wir brauchen am Anfang die Basics. Und wenn wir bei den Basics sind, kommen wir auch schon dazu, dass man hiermit am besten skillt. Das heißt, am Anfang skillt man zum Beispiel mit diesem hier, mit dem günstigsten, mit dem ersten, mit der ersten Basis. Hier steht es dran, gemahlener Biskuit. Wenn man hier jetzt mal eben schaut in den Futtermischen beziehungsweise unter O, Angelfutterzubereitung, steht hier Anfangskomponenten Grieß und Zwieback gemahlen. Das ist dieses Biskuit. Also das irgendwie hieß es doch damals noch Zwieback, oder? Ich bin gerade ein bisschen auch verwirrt. Aber das ist quasi die Basiskomponente. Das heißt, wir gehen hier in die Basics, holen uns hier mal auch da mal eben 10 Stück, kosten 60 Cent. Und damit könnten wir jetzt schon, wenn wir N drücken, Futtermische herstellen. Ich nenne sie mal Müll, weil die schmeiße ich gleich weg. So, können wir das einfach herstellen. Das hier ist zwingend nötig. Alles andere sind Zusatzkomponenten, die nicht sein müssen, aber können. Das heißt, wenn ihr nur mal eben ein bisschen was herstellen wollt, um zu skillen, zack, machen wir mal die erste und sofort auch geskillt natürlich, hat man jetzt hier das erste Futterbällchen, Qualität 2 von 10, aber wir haben 20 Stück hergestellt. So, die kann man jetzt natürlich mal eben durchziehen, aber dann letzten Endes, wie gesagt, das ist halt nicht wirklich eine effektive Mische. Effektiv wird eine Futtermische, wenn man verschiedene Komponenten eben noch mit reinbaut und am Ende vielleicht auch noch ein Aroma unten mit rein tut. Und dazu, da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein, ist es halt immer praktisch oder auch sinnvoll, wenn man Komponenten mit einbaut, die dem Köder ähneln oder die genau die gleiche Komponente sind wie der Köder. Wenn ich mit einem Wurm angel, kann man zum Beispiel hier eine Komponente reinmachen, gehackter Wurm. Dass man da quasi die Komponente nochmal auf den Köder abstimmt. So, das waren jetzt mal eben die Futterbällchen. Und wenn man U gedrückt hält, sieht man, das hier sind die verschiedensten Futterbällchen, allerdings auch in den verschiedensten Qualitäten. Und ich hatte jetzt zu Beginn, bevor ich das Tutorial jetzt hier nochmal gestartet habe, auch lang überlegt. Ich habe mich dazu entschlossen, habe ich noch nie gemacht, ich habe mich dazu entschlossen, Futtermische als erstes zu skillen. Ich glaube nicht, dass das zwingend notwendig ist, aber ich weiß auch nicht im Moment, warum ich ins Grundangeln Skillpunkte reingeben soll. Kommen wir vielleicht auch nochmal später zu, vielleicht in einem extra Video. Für mich sind die Komponenten alle momentan nicht so super wichtig. Paternoster-Montage könnte man skillen, ist aber für mich fürs
Mid-Game und Late-Game überhaupt nicht interessant. Was halt interessant ist, ist irgendwann die Haarmontage. Werde ich allerdings auch, bevor ich Level 18 bin oder sowas, alles noch nicht verwenden. Das heißt, da habe ich auch noch viele Level Zeit. Inline-Montage werde ich auch nicht machen. Futtermischi, das werden wir auch alles nicht machen. Karpfenruten irgendwann, aber auch das ist Level 22 ungefähr, dass ich die dann verwende. Pop-Up-Rig, Schlaufmontage, die würde ich auf jeden Fall noch skillen. So, und das, bis dahin habe ich noch so viele Level Zeit und dementsprechend viele Skillpunkte, die ich vergeben kann. Deswegen habe ich mich entschlossen, jetzt am Anfang einfach mal zu probieren, wie es denn ist, wenn man die Mische am Anfang schon skillt. Jawohl, baller ich komplett rein. Ich habe immer noch ein paar Pünktchen übrig. Aber ich habe jetzt schon mal hier alle 5 Punkte in der Mische. Und das bedeutet, wenn wir jetzt gleich gute Futtermischen herstellen, die wir auch wirklich verwenden. Apropos, guck mal hier an der Seite mal eben auswählen. Futtermischen, dann nehmen wir hier unten das blaue. Wählen die einmal raus, Shift bis hierhin, alle in den Mülleimer. Die waren jetzt nur zum Zeigen und zum Skillen, aber verwenden tun wir den nicht. So, wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, wir wollen zum Beispiel jetzt mal eine Mische haben für Giebel und Karauschen, da sehen wir brauchen gemahlener Biskuit, hatten wir gerade schon gekauft, wir brauchen Hirsebrei. Und wir brauchen Sonnenblumenöl. Also kaufen wir das mal eben. Einfach hier in der Suche eintippen. Gemahlener Biskuit. Dann brauchen wir Hirse. Da haben wir das auch. Machen wir auch die 10. Und wir brauchen Sonne. Sonnenblumenöl. Hier unten haben wir es. Da sind 5 Stück drin. Ich glaube, da reicht es, wenn man 1, 2 nimmt und nicht 10 mal 5 Stück. So. Und wenn wir dann jetzt nochmal N drücken und hier auf die Giebel- und Karauschenmische gehen, seht ihr, ist da schon alles drin. Wir fertigen das einmal an. Platsch, 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 platsch. Weiter geskillt. Und das ist ganz wichtig, die jetzt herauskommenden Bällchen haben eine Qualität von 9 oder 10. Maximum. 9 oder 10, immer beste Qualität. Und wenn ihr mehrere herstellt und ihr zwischendurch noch irgendwie Wettangeln macht mit anderen, hebt euch die 10er auf und angelt normal mit den 9ern und dann im Turnier halt schön die 10er Qualität rausballern für maximale Lockwirkung. So, alles verbraucht. Sehr gut. Genau, Hirsebrei auch verbraucht, Sonnenblumenöl, genau, alles komplett verbraucht. Und wenn wir jetzt wieder hier ins Inventar gehen, auf die Futtermischen, sehen wir hier jede Menge Giebel- und Garauschenbällchen. Alles in Qualität 9,9999 und einmal 10er. Die ist schon recht selten, ne? Daher immer schön aufheben sowas, das ist halt richtig guter Stoff. Also, wir nehmen gleich hier die 9er. Und ab dafür. Aber jetzt gehen wir natürlich erstmal zum Spot. So, und da kommen wir auch schon wieder an hier am Seitenarm hier am Windenbach. So, wir gehen auch wieder hier vorne so ein bisschen schräg, sagen wir hier genau an dieser kleinen Ecke, damit wir jetzt gleich genau hier in Richtung 2 Meter werfen können. Und wir haben ja jetzt mittlerweile unsere 3 Routen mit der Paternoster-Montage eingestellt. Wenn wir jetzt V drücken, können wir hier die Futtermische verwenden. 9-mal, hier ist es jetzt zum Glück gebündelt, 9-mal die klassische Futtermische. 30 Einheiten sind da drin. Die tun wir da einmal rein. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem Clip, der dann entscheidend ist, wenn man Futtermische verwendet und man immer an einer Stelle landen will. Das heißt, wir müssen jetzt, und wir suchen uns hier am besten ein Ziel, vielleicht immer so einen großen Baum,
den sieht man eben auch, wenn es irgendwann dunkel ist, den sieht man dann so gegen den Himmel auch noch durchschimmern. Und dann suchen wir uns aber auch ungefähr eine Höhe immer, gerade auch beim Auswerfen gleich. Und mit Steuerung Plus und Minus, seht ihr jetzt hier unten, können wir den Schnurclip aktivieren. Und ich würde sagen, in dem Fall nehmen wir mal 15 Meter. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Ich hoffe, das passt hier mit 15 Meter. Und ich werfe mal 45% aus. Ja, passt. Wie man jetzt vielleicht gesehen hat, bin ich gar nicht genau zum Baum gekommen, sondern so ein bisschen rechts daneben. Das heißt, ich schnappe mir jetzt die nächste Route. Hau auch da, ich nehme mal hier das gleiche. Hau auch da den Clip rein mit 15 Metern. Ich glaube, 10 Meter würde hier fast reichen. Und jetzt mach ich auch Aufladen bis 45%. Und beim Loslassen laufe ich einen Schritt nach vorne. Und es geht ein bisschen gerader. Man kann das so ein bisschen mehr in die Richtung lenken. Hier machen wir das Ganze auch nochmal. Futtermische rein. Schnurclip setzen auf 15 Meter. Baum ungefähr anwählen. Ich gehe nochmal einen Schritt nach hinten. Und ihr seht, zack, richtig schön gerade in eine Richtung. Da lag auch gerade die Nummer 2. Und jetzt hier in dem Bereich, gucken wir mal da, jetzt wo das Auge ist, da liegen die Futtermischen. Und da ringsherum, 2,50 Meter Radius, also 5 Meter, da ist jetzt der Lockbereich. Und hier war auch gerade schon kurzes Gezuppel auf der 1, hier zuppelt es jetzt gerade auf der 2. Es fängt sofort an, wobei man eben auch sagen muss, wenn man jetzt hier bei den Futtermischen schaut, diese hier verwenden wir gerade. Erst wenn 10 Bällchen drinne sind, ist die maximale Lockwirkung erreicht. Das bedeutet, wenn die 10 Bällchen drinne sind, dann läuft das 16 Stunden lang. Jedes Bällchen hat eine Wirkdauer von 16 Stunden. Dann hat man das Maximum erreicht. Man kann die auch jetzt so benutzen. Dann wählen wir hier auch nochmal den Baum ungefähr aus. Ich mache mal so ein bisschen höher. 45% passt das? Ne, da muss man weiter werfen. Oh, wir haben was Dickes dran. Ja, und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Jawohl, dass wir so in diesem Bereich sind. Zack. Und dann immer eine Stelle merken, wo das auftatscht, dass ihr dann eben auch an der Stelle genau eure Routen platziert. So, Steuerung, rechte Maustaste, zack, nochmal anschlagen und dann langsam die Bremse hochdrehen. Oh ja, guck mal da, da sind wir schon, kommen wir schon in den Grenzbereich so langsam hier. Es dreht immer noch durch, 28, Bremse niemals zumachen, 29er Bremse, mehr nicht, ich gehe aber wieder einen runter. Und da kommt doch schon was Dickes an. Alter. 1,7er Giebel schon direkt. Schönes Gerät. Richtig fett. So. Und wir wollen wieder an die gleiche Stelle werfen. Schritt nach vorne. War jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter rechts. Links. Aber wir haben ja überall Futtermische dran. So. Kann losgehen. Ja. Oh, irgendwo ist einer ausgeschlitzt. Irgendwo ist einer ausgeschlitzt. Drücken wir mal eben G. Ja, hier auf H1. Wenn man sich das anschaut, sieht man ausgeschlitzt, kein Köder mehr dran. Das heißt, zwischendurch die Routen kontrollieren. Und da ist das Blei so schwer, da müssen wir mal eben hochdrehen. Ja, jetzt packt er. Da dreht die Bremse durch. Da kurbelt man und kurbelt man, weil die Bremse so locker ist und das Blei so schwer. So. Jetzt ist aber auch alles wieder dran, wenn man einen geholt hat. Automatisch alles wieder dran. Wir werfen wieder aus. Schritt nach vorne. Zack. Zumachen und gehen hier auf die nächste. Ja, und so lüptet dann. Und so kann man dann natürlich schön gezielt auf die Giebel und auf die Karauschen gehen. Und so natürlich auch seine Frequenz erhöhen. Und
nebenbei Skillpunkte machen für die Futterherstellung. Wie gesagt, man braucht alleine, wenn man jetzt so im Levelbereich 12 ist und man will zum Beispiel an einer alten Festung Brassen angeln, da braucht man schon die Perlengraupe zum Beispiel oder Knoblauchteig oder Maisbrei, diese ganzen Brassenköder. Und auch eben die Futtermische, die muss man ja auch irgendwann herstellen können für die Brassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon die Skillpunkte drin hat in der Futtermische und man schon hervorragende Brassenfuttermische herstellen kann, hilft das natürlich. Zwei Kleinigkeiten habe ich noch, die mir gerade noch aufgefallen sind beim Auswerfen der Ruten. Man kann natürlich auch noch bei der Rute, gerade wenn man jetzt so eine Feeder hier hat, die Spitze verändern. Ihr seht es vielleicht jetzt hier, die Spitze ist sehr weich, sehr leicht und mit dem schweren Gewicht eiert das natürlich sehr doll rum. Da habe ich jetzt zuletzt dann doch die harte Spitze verwendet, dass man da ja, so ein bisschen, dass es nicht so hart eiert, also die Bisse kommen genauso, das funktioniert. Wenn ihr irgendwann mal auch keine Mische habt oder ihr sagt, ihr wollt gar nicht jetzt mit einer Futtermische angeln, ihr könnt auch so mit der Paternoster-Montage angeln. Vorteil da, wie auch schon in der Beschreibung drin steht, eine etwas erhöhte Chance, dass der Fisch automatisch hakt. Auch natürlich vorteilhaft. Das heißt einfach das Blei hier, also entweder hier ein Blei rannehmen bei der Paternoster-Montage oder den Futterkorb einfach ohne Mische werfen. Das funktioniert auch. Und eine wichtige Komponente haben wir auch noch. Solange wir hier am Windenbach sind, beziehungsweise auch am Moskito, jawohl, schön die Feldküche verwenden. Man sieht dann immer, dass hier, nur ihr seht es gerade nicht, aber der Futterbalken, der eigene, der schießt halt nach oben. Und wenn der schön hoch ist, gönnen wir uns natürlich auch nochmal eine Schaufel. So, 38 Silber kostet nicht die Welt. Einen Kescher muss man ja nicht mehr kaufen. Und wenn wir dann hier die Schaufel haben und U gedrückt halten, ziehen wir uns die zum Beispiel auf die 5. Und dann buddeln wir einfach mal nach Ködern. Und auch so hat man dann natürlich die Möglichkeit, nochmal mehr Köder zu generieren. Jetzt hier war es der Regenwurm. Nachteil bei dem Ganzen, jetzt hier unten sieht man es, der Energiebalken ist danach komplett am Ende und baut sich halt erst so langsam Stück für Stück wieder auf. Das heißt, wenn ihr an einem Spot seid und ihr seid da fleißig am Angeln und habt ausreichend Energie, dann zwischendurch einfach mal wieder eine Runde schaufeln. Schadet nicht, damit skillt man fleißig auch die Köderbeschaffung und es ist natürlich nicht so teuer. So, das waren erstmal die Basics zum Grundangeln mit Ködern und zum Grundangeln mit Futtermische. Wie gesagt, erstmal mit den Basics starten, langsam daran arbeiten und wenn ihr euch selber Futtermischen herstellt für zum Beispiel Brassen und ihr macht gerade eine Brassenmische und habt einen Knoblauchteig dran, dann auch hier in die Zusätze vielleicht einfach mal Knoblauch mit reinmachen. Oder ihr geht vielleicht auf Schleie. Schleie funktioniert ja sehr gut auch mit Käse oder mit Tauwurm. Da dann dementsprechend zur normalen Schleienfuttermische. Hier Schleie. Das sind ja nur drei Komponenten. Da dann neben dem Paniermehl und dem Hanföl, ne, hier dann einfach mal bei den Zusätzen zusätzlich nochmal gehackten Wurm reinmachen oder Käse mit reinmachen für eine zusätzliche Lockwirkung. So, genug mit Futtermischen und so weiter. Wir machen damit ja auch noch weiter. Ich angel ja auch noch ein bisschen fleißig weiter hier auf Grund mit dem kleinen Tutorial-Account. Ich glaube, wir sind ein ganzes Stückchen weitergekommen. Petri, ihr Lieben, zieht raus, was das Zeug hält. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch unten in die Kommentare natürlich schreiben oder montags, mittwochs und freitags in den Livestream kommen. Da wird in der Regel ab 21 Uhr Russian Fishing gestreamt. Und ansonsten, tja, wenn ihr das geholfen hat, natürlich den Kanal abonnieren und einen Daumen da lassen.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Petri.